Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Airborne Kingdom. Ja, achso, was wollte ich erzählen? Achso, ja, von wegen, ihr habt es wahrscheinlich schon in der letzten Woche mitbekommen. Sehr wahrscheinlich habt ihr es in der letzten Woche mitbekommen. Da waren nämlich 7 Folgen von Airborne Kingdom abrufbar. Von Montag bis Sonntag in einer Rutsche durch. Ja, der Samstag war ja immer so der Tag, an dem keine neuen Folgen erschienen sind. Ich hatte immer so maximal 6 Folgen ursprünglich aufgenommen. Jetzt sind es 7. Der Samstag ist mit dabei. Ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ich habe ein bisschen mehr Zeit und kann daher etwas mehr Zeit in meinen Kanal hier investieren, was ganz gut ist. Und aus dem Grunde, ja, aus dem Grunde gibt es ab sofort 7 Folgen in der Woche Airborne Kingdom hier zu bewundern. Und auch alle anderen nachfolgenden Let's Plays werden dann halt mit 7 Folgen in der Woche vertreten sein. So ist zumindest der Plan von mir. Ach, gutes bleibt. Kaffee bleibt auf jeden Fall. Den brauchte ich jetzt nach so ein paar Geschichten hier, die hier so technisch mal wieder so gar nicht gelaufen sind. Ja, irgendwie juckt das Auge. Läuft aber nicht. Heute ist irgendwie Freitag der 13., obwohl wir eigentlich Samstag den, ich glaube, 7. haben oder so. Egal. Ja, das war das eine. Zum anderen, aktuell ist es ja noch so, dass ich also insgesamt für 3 Wochen eine Vorproduziere, also so eine entsprechende Vorproduziererei habe. Warum, Mr. Namlos, machst du das überhaupt wieder Vorproduziererei? Weil immer mal was schief gehen kann. Ja, Leute können krank werden, Leute haben mal Urlaub, Leute haben mal aus irgendwelchen anderen Gründen keine Zeit oder Möglichkeit, an dem Tag, an dem sie normalerweise aufnehmen würden, aufzunehmen. Und dann kommen keine neuen Folgen. Und um solche Ausfälle zu kompensieren, beziehungsweise entsprechendes Material vorrätig zu haben, aus diesem Grunde die Vorproduziererei meinerseits. Aber dadurch, dass ich jetzt auch etwas mehr Zeit habe zum Aufnehmen, beispielsweise ist es jetzt nicht mehr so, dass ich nur noch den Samstag aufnehmen kann, sondern ich nehme jetzt Samstag und Montag auf, kann mir also, ne, kann das also so ein bisschen aufteilen. Bin ich insgesamt also auch etwas flexibler. Also insofern würde ich vielleicht versuchen wollen, von 3 auf 2 Wochen runterzukommen. Also immer die aktuelle Woche plus eine vorproduzierte Woche. Und ich glaube, das ist besser. Ja, dann kann ich etwas schneller reagieren auf entsprechende Reaktionen eurerseits. Und ich denke, das ist eine Sache, die ich anstreben werde. Jetzt aktuell ist es noch nicht so, aber ja, es wird vielleicht so für die nächste Woche oder so, dass ich dann also, ne, wirklich dann mal eine Woche quasi ausfallen lasse, ich nichts aufnehme, weil ich ja das Material schon habe. Und ja, gibt mir dann vielleicht auch die Zeit, mal so ein paar Sachen auszuprobieren. Das ist keine schlechte Idee. Egal. Okay, wir sind aber wieder hier im Spiel. Das ist viel wichtiger, aber das ging mir gerade so durch den Kopf. Und das sollte ich vielleicht mal ansprechen. So, wir haben, ich glaube, erfolgreich das Dickicht. Oha. Geplündert. Und zwar sowas von. Was wir jetzt plündern müssen, was als nächstes ansteht, wir bräuchten so ein bisschen Wasser. Wir haben zwar noch ein bisschen Wasser, aber das ist jetzt nicht so die Menge. Und ich glaube, hier in diesem Gebiet ist mit Wasser relativ Ebbe. Um es mal so auszudrücken. Das ist nicht gut. Wir brauchen Wasser. Und zwar möglichst zackig. Wir haben noch 18 Liter. Und ich denke auch die 80 Liter, die wir da so maximal einbunkern können, ist jetzt nicht die Masse. Irgendwo war Wasser. Moment mal, ich muss mal erstmal pausieren, ab in die Karte. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier Wasser gibt. Ich meine, mich da dunkel dran entsinnen zu können. Dann müsste ich aber mehr so, glaube ich, in... Da, guck mal, was da ist. Ha! Riesiges Vorkommen. Ein See, nur für uns ganz alleine. Den wir jetzt plündern werden. Ich bin immer noch auf Pause. So, jetzt aber. Okay. Hallo? Wo ist der Flieger? Da.
Okay, wir sind auf dem Weg. Ein paar Liter haben wir noch. Aber die Liter werden laufend weniger. Ja, hier hinten muss ich natürlich noch was tun. Die Leute sind zwar zufrieden, aber glücklich sind die nicht. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich das mit den Laternen da hinkriege. Und mit, ich weiß auch jetzt nicht, mit dem reichen die Minarette oder sind die zu wenig? Und 4 Stück haben wir jetzt immerhin. Ich könnte natürlich jetzt hier hingehen, könnte jetzt hier noch weitere Lager hier bauen, einfach mal, um das im Gleichgewicht zu halten, um dann hier hinten Dinge machen zu können, die uns dann wieder aus dem Gleichgewicht bringen würden. Haben wir denn noch Lehmziegel? Holz ist nicht so das Problem, aber Lehmziegel könnte das Problem werden. Auch Glas geht jetzt nicht uns aus, aber wird weniger. So. Wir haben noch 16 Liter. Das ist fast nichts. Ich mache das mal wie folgt. Seht es mir bitte nach, wenn ich schon wieder pausiere. Aber wir müssen einlagern. Ich weiß, ich kann die Wassertürme auch stapeln. Das ist mir durchaus bewusst. Aber wenn ich den Wasserturm, wo sind die hier hinsetze? Ihr seht das jetzt schon. Ja, da geht das ab nach hinten. Und das will ich ja nicht. Ich will ja hier hin. So, ne, dass sich mehr so in diese Richtung sich bewegt. Und da nach Möglichkeit bleibt. Insofern ist das, was ich jetzt hier mache, nicht nur Erhöhung von der Lagerkapazität, sondern hier geht es auch darum, den Vogel im Gleichgewicht zu halten. Ich mache das mal ganz locker flockig so. Und selbst wenn der jetzt vielleicht ein bisschen kopflastig ist, das ist nicht schlimm. Weil hier hinten werden früher oder später Dinge passieren müssen. Das liegt ganz einfach in der Natur der Sache. Doch hier haben wir schon wieder ein Dickicht. Könnte man ein bisschen nachfassen, wenn man denn will. So, okay. Wie sieht's denn aus? Da war irgendwie das Problem mit Beleuchtung. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht auch hier mit Minarett oder so, dass das nicht hinhaut. Und hier. Ach, hier ist das mit dem. Hä? Minarett vielleicht, glaube ich. Wünsche nach Beleuchtung. Moment. Und hier wünsche sich Beleuchtung auf der Wege. Okay. Hm. Gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass irgendwie da noch ein bisschen mehr Probleme bereit. Oder ein paar mehr Probleme vorhanden sind. So. Erstmal hier. Jetzt Wasser tanken. Viel geht aber auch nicht. Ne? Wir haben nicht mehr genügend Auftrieb. Das ist nicht so einfach. Da ich solche neuen, die neuen Wassertanks, wenn man so will, da gebaut habe, die fressen natürlich einiges an Auftrieb. Das würde ich aber kompensiert bekommen. Das geht, glaube ich, noch. Moment mal eben. Ein Moment. Auftrieb. Flügel. Der würde dahin passen. Der würde dahin, aber hier nicht. Was habe ich denn da gemacht? Wieso ist das so? Was ist da passiert? Was habe ich da gemacht? Gepennt? Ich habe
da mehr Weg oder was ist der Hintergrund? Warum ist er nicht sink? Das Gebäude steht irgendwie anders, kann das sein? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Moment. Kriege ich hier einen Weg dran gezimmert? Ja, kriege ich. Ah, ach so, da fehlte nur der Weg. Oder wie? Schauen wir mal. Aktuell kann ich da auch ein wenig machen. Okay. Die sind mit dem Weg fertig. Dann schaue ich doch mal, ob ich bei euch Auftrieb auch hier noch so einen Flügel hinbekomme. Der ist aber. Naja, der steht etwas mehr raus als der andere rausstehen würde. Komisch, komisch. Ich hoffe, dass sich das nicht negativ auswirkt. Die sind hier in einer Linie und hier, das ist allerdings nicht so. Aus irgendwelchen Gründen. Nun gut, nun gut, nun gut. Wir haben immerhin einen höheren Auftrieb, 140. Und das ist ganz cool. Wie sieht es mit dem Wasser aus? Da sollen sie mal kräftig auftanken. Da geht jetzt noch ein bisschen was. Wir brauchen noch weitere Relikte, sehe ich gerade. Und ja, wie kriege ich das jetzt hier mit den Laternen hin? Also da bin ich jetzt so vollkommen unzufrieden mit, wie sich das jetzt hier im Augenblick da bietet. Und da muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich wieder so eine Aktion, die würde ich wohl vielleicht doch lieber offscreen machen, weil da müsst ihr mir jetzt erstmal in aller Ruhe überlegen, wie ich wo was hinsetze und so weiter und so fort. Das jetzt hier in dem Let's Play irgendwie hinzubekommen, schwierig. Zumindest für mich jetzt im Augenblick. Ansonsten, ja, also es ist nicht nur jetzt damit getan, jetzt hier ein paar Sachen zu verschieben, sondern ich muss hier irgendwie die ganze Konstruktion mir irgendwie genauer nochmal angucken und da hin und her überlegen. Und ja, das ist jetzt nicht so ganz lapidar. Nun gut, nun gut, nun gut. So, wie sieht's aus? Wassertechnisch? Oh. Okay, geht noch was. Wir haben da vorne auch, glaube ich, Dickicht. Das heißt, ich könnte auch ein bisschen Nahrung noch nachtanken. Weise Arbeiter an, um Wasser von dieser Oase zu sammeln. Einwohner brauchen zweimal am Tag Wasser. Wenn es kein Wasser zu trinken gibt, leidet ihre Zufriedenheit, und nicht nur die. Aber auch hier, oh, man sieht es, ne? Also hier ist auch nicht endlos Wasser vorhanden. Das ist halt eine Oase und die sollte ich vielleicht nicht unbedingt komplett plündern. Wir sind jetzt bei 106. Ich breche das mal ab. Dann würde ich sagen, hier war irgendwo Dickicht. Dann düsen wir hier mal hin und füllen unsere Nahrungsreserven dann noch ein bisschen auf, wenn wir schon mal gerade hier in der Nähe sind.
Und dann müssen wir uns überlegen, was wir so als nächstes machen. Denn nur jetzt hier wiederum zu eiern bringt das ja auch nicht. Aber neue Leute bedeuten natürlich auch, dass man erst einmal dafür sorgen muss, dass die Grundbedürfnisse gestillt werden können. Und die Grundbedürfnisse sind nun mal Wasser, Nahrung und Wohnraum. Und dann kommt erstmal alles Weitere. Wir können uns hier nicht irgendwie in irgendwelche Abenteuer geben und ohne dass wir hier genügend Reserven haben im Bereich Nahrung und Wasser. Oh, das hat sich doch schon. Naja, sehr gut. 125 lässt sich sehen. Wir brauchen natürlich mal so ein bisschen, ne, bis wir hier soweit alles verstaut haben, bis die Lieferungen komplett sind. Wir haben jetzt 110 von 130. Geht einigermaßen. Und naja, gut, mit den Laternen hier und so. Da bin ich noch nicht ganz so glücklich mit. So, Nahrungslager ist fast voll. Achso, nee, verkehrt. Dann lassen wir das erstmal. Pausieren wir ganz kurz. Wir sind wieder bei Kantis Kreuzung. Haben uns erstmal soweit eingedeckt. Da sind die Siedler des Sturms. Da ist dieses Hochgebiet und da würde ich ganz gerne hin. Weil hier haben wir jetzt erstmal soweit alles abgegrast. Ich meine, hier wären wir auch soweit gewesen. Da ist soweit alles klar. Wir haben hier nicht wirklich was Neues noch zu entdecken. Und dann würde ich ganz gerne vielleicht, was man noch machen könnte, weil wir haben nicht mehr allzu viel Lehmziegel. Vielleicht noch irgendwo Lehm mitnehmen. Nee, das ist die Gichte, das ist kein Lehm. Wo ist unser... Achso, ja, das ist der Bereich, wo wir uns gerade aufhalten. Okay, gibt es hier... Oder ist das? Nein, das meinte ich jetzt nicht. Hier ist doch auch irgendwas. Nein, das ist nichts. Das ist nur Textur. Gedöne, irgendwas hier hinten. Das ist ein Lehmvorkommen. Natürlich ein bisschen sehr weit. Ich guck mal, ob wir hier Lehm finden. Ich meine, es brennt jetzt nicht. Ich hatte jetzt nur überlegt, vielleicht auch noch im Bereich des Antriebs was zu machen. Oder irgendwie noch so ein paar Ruder zu bauen. Holz haben wir ja, aber Lehm geht uns so langsam aus. Ich weiß jetzt nicht, brauchen wir für die Ruder überhaupt Lehm? Ich glaube nicht, oder? Antrieb? Doch. 5. Ich bräuchte also für 2 bräuchte ich 10 insgesamt und ich habe nur 9. Schade, Schokolade. Ja, dann muss ich mal gucken, ob ich hier vielleicht auch noch Lehm finde. Wie ist das? Ein Lehmvorkommen. Wer sagt's denn? Dann düsen wir mal dahin. Und bunkern noch ein bisschen Lehm. Ich bunker auch Kaffee. Den ich trotz der Wärme dringend brauche. Wahrscheinlich wegen der Wärme. Das ist der, ich glaube, der letzte Samstag für dieses Jahr. Wo wir Temperaturen nahe der 30 Grad haben. Ich glaube, maximal mal gut 27, aber ist nicht so weit davon entfernt. Und ich glaube, hier mit meinem Rechner, 2 Monitore, 2 Leuchten und so, da komme ich hier in den Raum mit Sicherheit auf 30 Grad. Könnte ich mir gut vorstellen, zusammen mit der Außentemperatur. So. Egal, müssen wir durch. Hilft nix. 17 verbleibend. Ja, das ist jetzt nicht viel, aber es würde erstmal reichen, um zumindest da 2 Paddel da zu produzieren. Wenn wir dann eine entsprechende Lehmziegel wieder haben. Und darum ging es mir jetzt auch erst einmal. Dann würde ich hier hinten irgendwie noch so 2 so Paddel anbringen. Ich glaube, hier vorne geht nichts mehr.
aber... Wie erschöpft. Oh, das war's schon? Das ging aber sehr schnell. Ist das? Dickicht. Nee, da bitte erstmal nichts. Wir haben genügend Nahrung. Ja. Hallo? Wie sieht's aus? Also es wird auf jeden Fall produziert, so viel kann ich sagen. Gucken wir mal, braucht natürlich seine Zeit, ne? Es geht schnell. Jetzt haben wir 10, das ist cool. Moment. So viel Zeit muss sein. Antrieb, Bruder. Eins, Hier sogar. Hin zurück. Hier ganz vorne, wieso denn ein zurück? Warte, ich such mal. Nur mal, um das was auszuprobieren. Okay. Dann nehme ich das Teil nochmal. Und da sagt mir ein zurück. Ja, okay. Dann ist das so. Da muss ich mal gucken, wie wir das jetzt am günstigsten machen, weil. Mir ist auch nicht sinnlos, da Materialien verbraten, um den Vogel hier im Gleichgewicht zu halten. Nur wenn ich jetzt hier zwei Ruder anbringe, dann hängt der da irgendwie so in der Schieflage wieder und ich ist nicht so mein Begehr. Okay, wir machen uns auf jeden Fall erstmal auf den Weg da, ne, zu diesem Hochland oder so, in die Richtung ging das, glaube ich. Und ja, dann schauen wir mal, was uns da erwarten wird. Wir hatten ja schon die Mitteilung bekommen, Ressourcen, zumindest so in Richtung, glaube ich, Nahrung und Wasser ist da nicht so üppig. Und ich guck mal, ob wir da mit den Vorräten, die wir jetzt haben, gemessen an unseren neuen Leuten, die wir ja dann noch versorgen müssen. Jetzt, wie viel haben wir jetzt? 56 Leute! Ist das richtig? Moment, 51? Moment mal. Ach so, Entschuldigung, nee. 51. Ich habe aber insgesamt 56 Häuser. Alles klar, nee, okay. Trotzdem, 51 ist auch eine Ansage. Die müssen erst noch versorgt werden, ne? Und ihr seht ja, wie es läuft. Okay, wir machen uns trotzdem auf den Weg. Mehr als schief gehen kann ich. Ich bedanke mich für euer Dabeisein, für euer Zusehen. Ich bedanke mich dafür, dass auch du damit dabei bist nach wie vor. Und hier die Fahne hochhältst. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Wir sehen uns dann, wie gesagt, hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.